Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Minecraft-Video. Ich zeige euch heute wieder einen tollen Seed. Und zwar im Creative-Modus. Und der Seed ist -67125809. Den schreibe ich euch natürlich in die Beschreibung. Und wenn man jetzt wartet, bis es fertig geladen hat, spawnt man direkt in einem Dschungel. Ja, das ist jetzt nicht das Tolle, was ich meinte, was an dieser Welt so toll ist. Das ist nämlich, dass hier direkt eine Katze ist. Nein, das meinte ich auch nicht. Ich meinte nämlich, dass man hier, also hier vorne wäre direkt ein See, den ich total toll finde. Und wenn man jetzt hier weiter längs geht, ich muss einmal kurz gucken, wo das genau war. Entschuldigung. So, jetzt weiß ich es, glaube ich, hoffentlich wieder. Also wenn man dann jetzt hier am Spawn direkt geradeaus weitergeht, denn muss man ein wenig geduldig sein. Aber wenn man denn, also wenn man geradeaus gehen würde, dann würde hier so ein Berg kommen. Da wollt ihr aber nicht hin, sondern ihr wollt hier hin. Hier ist nämlich ein Minecraft-NPC-Dorf. Und zwar diese Wüstendörfer, die finde ich ganz nett. Aber das ist natürlich nicht das Tollste an diesem Dorf. Das Tollste ist der Schmied. Wenn ihr jetzt bei dem Schmied in seine Hütte reingeht, ist da ja bekanntlich eine Truhe. Und in der Truhe sind ja auch manchmal Diamanten. Aber es sind 9 Diamanten in dieser Truhe. Das ist wirklich unglaublich. Außerdem noch zweimal eine Eisenrüstung. Ein Eisenharnisch, meine ich. Ihr habt genau Eisenharnisch. Und 4 Setzlinge. Die kann man in der Wüste ja besser gebrauchen als sonst. Ja, aber ist jetzt nicht so toll. Also das ist schon mal das NPC-Dorf. Das ist total genial. Aber wenn man jetzt hier weitergeht, war das in dieser Richtung? Ich weiß es gerade nicht. Also auf jeden Fall, wenn man dann jetzt ein wenig weiter bei dem NPC-Dorf geht. Also das ist auch direkt am Meer, was ich auch nicht schlecht finde. An so einem See. Ja, also wenn man jetzt hier weitergeht vom Dorf aus, das ist ja da, dann kommt hier direkt eine Pyramide. Also die ist wirklich, ich mach mal ein bisschen weiter. Nee, weit will ich nicht. Ich will nochmal. Also das ist wirklich direkt, also hier vorne ist das Dorf, da ist der Schmied und einfach geradeaus vom Schmied, vom Dorf weg, ist eine Pyramide. Die ist hier auch direkt am Dschungel, aber das ist ja jetzt eigentlich egal. Und wenn ihr jetzt hier reingeht, denn, also ihr kennt das ja bestimmt, wenn man die blaue Wolle wegmacht und runterfällt, dann ist da unten ja TNT. Deswegen macht ihr hier einfach einen von der Seite weg. Und in diesen Truhen ist ganz viel Gold und ganz viel Gammelfleisch. Das ist jetzt nicht so der Hit. Aber mit diesem Gold kann man natürlich jetzt bei den Dorfbewohnern handeln. Ja, man muss jetzt eigentlich nicht so wirklich handeln, man hat hier schon 9 Diamanten. Ja. Natürlich kann man jetzt auch noch das TNT hier unter abbauen, dann hat man auch gleich 9 TNT, wofür auch immer. Und das war jetzt eigentlich so das Seed-Video, also ich finde das wirklich total genial. Ein NPC-Dorf mit 9 Diamanten und dann direkt daneben noch eine Pyramide. Außerdem natürlich Dschungel, Meer, Seen und ein Schneebio mit Wölfen. Wenn euch das Video gefallen hat, auf meinem Kanal gibt es noch mehr von solchen Videos und wenn nicht, es gibt auch noch andere Videos von mir. Ich sag jetzt tschüss und mit 9 Diamanten kann man schon etwas anfangen. Oder?